Willkommen zurück zu Adventure Time. Mit auf der Tür. Nehmt euch jetzt in die ins Feuerkönigreich mit, wo komische Gegner ziemlich stark sind. Doch trotzdem hauen wir sie kaputt. Hey Finn! Hey Jake! Hey other people! Cinnamon Bun, what gives? Yeah, CB, why are the flame guards all up in our grill? Oh, there's something wrong with the fire again. When it gets cool around here, everybody gets cranky. Especially Flame Princess. She's no fun to talk to when she's like that. That's why I'm out here. We'll talk to her when we see her. Hey, you haven't seen Fern, have you? We heard he was headed to the Fire Kingdom. No, I don't think... Wait! Do you mean Green Finn? Yeah. Yeah, I saw him a while ago. He was talking to a bunch of shadowy figures. I don't know where they went. Was one of them Flame King? We think he might have helped Fern melt the Ice Kingdom. Nah, he's still having fun being in charge of his chipmunk friends. He doesn't do bad stuff, except maybe nut raids on the squirrels sometimes. Thanks, CB. We need to talk to Flame Princess. Can you tell us where she is? I better not. She doesn't like to be bothered when she's cranky. But it'll take us forever to search the whole Fire Kingdom for her. We don't have time for that, dude. Maybe we should, you know, persuade him to talk. Ah, Verhörzeit! Okay, CB, we don't have time for this biz. We know you know where Flame Princess is. Tell us so we can start to fix this mess. Me and my partner want answers, like now. Stop yelling at me! You're starting to hurt my feelings! Hey, Jake. Try and keep things cool here, bro. Well, not like too cool, but you know what I mean. Okay. Ja, mega cooles Spiel, muss ich sagen. Ich finde das total witzig hier mit, ja, weiß nicht, es ist ein Rollenspiel mit einer ziemlich verqueren Story. Es gefällt mir unglaublich. Also, Jake darf zuerst. Hey, Cinnamon Bun, Buddy! We go way back, don't we? Help us out. I want to, but I can't. You should know that, guys. Versuchen wir es nochmal freundlich. CB, we really need your help here, man. What do you say, huh? Well, I could, but I'm not sure I should. Let me think on it. Okay, I might know where she is. But then again, I might not. You're being too nice, dude. Let me take this. Chill, man. We got this. Hey, man, we're buds, right? Tell me what you know and we can go for ice cream together. Well, I did see her going towards the... Wait, I can't tell you that! Nah. Cough it up, CB, unless you feel like a fist cookie. You should know better. Flame Princess needs to be left alone. Guards! Guards! Help me! Oh, fuck. Can we blow at this? Guess we'll have to search the island for Flame Princess now. Das ist doof. Wollen wir es nochmal versuchen? Komm, wir versuchen es nochmal. Okay, CB, we don't have time for this biz. We know you know where Flame Princess is. Tell us so we can start to fix this mess. Me and my partner want answers, like now. Stop yelling at me. You're starting to hurt my feelings. Okay, hier wissen wir zumindest, hey, wie es abgeht. Try and keep things cool here, bro. Well, not like too cool, but you know what I mean. Also, erstmal mit Jake freundlich sein. Hey, Cinnamon Bun. Buddy, we go way back, don't we? Help us out. I want to, but I can't. You should know that, guys. So, und... CB, we really need your help here, man. What do you say, huh? Well, I could, but I'm not sure I should. Let me think on it. Okay, I might know where she is. But then again, I might not.
You're being too nice, dude. Let me take this. Chill, man. We got this. Ah, fuck. Okay, das habe ich wohl übersehen. We're buds, right? Tell me what you know and we can go for ice cream together. Well, I did see her going towards the... Wait, I can't tell you that! Okay, und hier auch wieder freundlich sein. CB, we go back a long way. You can trust us. Show us the way. Maybe you're right. Well, head towards the... Oh, she'll get so mad! If I were to tell you, you'd... Nope, I can't. Nah. I'm losing it here, bro. I'm going bad cop. No! Okay, wir müssen freundlich bleiben, aber es dreht sich schneller. Want a hug? A nice squishy Super Jake hug? Get in here and tell me what you know, bro. Mwah. She's... Wait, I see what you did there. My mouth is staying closed. Come on, man, spill it. Und auch hier bleiben wir freundlich. Flame Princess will be so happy to see us. She'll promote you to Chief Bun. Or something. Do yourself a favor, man. Spill the beans. Okay, but only if you promise to be nice to the princess. Natürlich. She said something about the emergency valves. I can mark it on your map for you. Just don't tell her I told you. Please. Na, keine Sorge. Wir werden das schon nicht vergeigen. So, wo ist sie denn? Ah, da ist sie ja. Das sieht man ja. Wunderbar. So, ich habe nur ein bisschen Sorge, dass uns jetzt hier alle angreifen werden. Ja. Komm her. Ab nach Hause mit dir. Muss jetzt den ganzen Weg laufen. Ist ja ätzend. So. Einmal. Und da hinten haben wir nochmal ein. Oh, zwei sogar. Sehe ich gerade. Drei. Oh weia. Wir haben ja echt viele davon hier. Oh, da drüben haben wir noch eine Kiste. Don't worry, we'll take you home. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, alle hier nochmal einzusammeln. Also eigentlich ja schon. Aber es wäre schön, wenn der, wenn hier der Sidequest-Log sich aktualisieren würde. Wenn wir die hier einsammeln. Das würde schon unglaublich viel bringen. Ich meine, bei der, bei den Pinguinen funktioniert es ja auch. Hier haben wir ja auch zwei Stück. Ah, ein Glück. Die sind zumindest nicht mehr böse auf uns. Zumindest wirken die erstmal nicht so. Quack. Diese Pinguine sind herrlich. Die sehen einfach so... Ja... So aus... So, weiß nicht. Als würden die nichts tun. Die sind einfach da. Ich finde die auch bei der Serie total cool. Ich weiß nicht wieso. Weil die einfach nur rumsitzen und blöd sind. Das ist so herrlich. Ich mag das. Das ist so stumpf. So. Nochmal ein bisschen Kohle abgreifen. Und hier habe ich noch eine Kiste gesehen. Marceline. Für solche Kisten bist du die Expertin. Mach auf! Genau, quack. Dort, nächster Pinguin. Was passiert, wenn ich den wieder absetze? Sorry, guys. You'll have to find her on your own. Es fliegt dann einfach nur blöd durch die Gegend. So. Die haben wir jetzt zumindest schon mal abgegrast. Jetzt fehlt uns nur noch diese eine Kiste da an der Seite. Da müssen wir auch nochmal einmal hier um diesen kleinen Mini-Vulkan rum, glaube ich. Und dann wird wieder unsere Prinzessin der Vampire benötigt.
Knete. Wie viel Knete? What? So viel Knete. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, Marceline ist schon Max. Jake ist Max. Finn ist Max. So, das heißt, Bimo muss noch gemaxt werden. Oh, das reicht nicht. Na gut. Aber Bimos Special ist schon Max. Können wir hier nochmal ein bisschen drauf zimmern? Naja, das wird uns nichts bringen. Wir sollten hier schon die Eisklinge nochmal erhöhen. Ja, whatever. Machen wir die hier. Auch wenn wir es noch nie genutzt haben. Aber hier werden wir wohl massiv gegen Gegner antreten können. Welche, ja, welche Probleme mit Feuer haben. Mit Eis haben. Hier sind zu viele von diesen kleinen... Von diesen kleinen Dingern. Sehe ich gerade. Und irgendwie laufe ich jetzt gerade mega massiv falsch. Oder auch nicht. Da lang. Die auch einzeln. Also das ist schon stumpf, muss ich sagen, diese Aufgabe hier mit dem Einsammeln von den Pinguinen und von den kleinen Wichten. Na komm, dafür fahren wir jetzt ein bisschen mit dem Jake-Roller durch die Gegend. Way. Nichts, ich will ja gar nicht mit dir sprechen. Bonk. Bonk. Nach komm. Oh, hey there. Einfach um hier nochmal ein bisschen Kohle abzugraben. So, 100. Ich glaube, das hier ist schon die richtige Richtung, wenn wir hier hochlaufen. Die Frage ist natürlich, ob uns die Dudes dort vorne einfach durchlassen oder ob wir gegen die kämpfen müssen. Nee. Moment, wir können natürlich auch. Nee, können wir nicht. Aber ein Versuch was wert. Einfach hier dran vorbei. Na komm, wir versuchen's. Vielleicht haben wir Glück. Und können die einfach mal wegmatchen. 7 und 7. Bam. What? Nein! Och, warum denn Bimo? Das kannst du doch nicht machen. So, einen kleinen Muffin auf Bimo. Thank me later. Süß. Ich wiederhole nochmal, ich mag Bimo. Oh. Hört doch mal auf, den armen Bimo zu klatschen. Der kann auch nichts dafür. Und schon wieder Bimo. Ich glaube, das hackt ja wohl bei euch. Hört doch mal auf, Bimo zu hauen. Es ist ein kleiner, süßer Computer. Und wieder auf Bimo. Nein! Na, daneben. Und Bimo ist wieder im Eimer. Sehr gut. Bimo, steh auf. So, fein.
glaube, ich hack jetzt mal auf Team hier. So, Bimo. Du heilst dich, glaube ich, einfach mal massiv selber. Oh, good. Bevor du anfängst, hier solche Hits zu machen, die nicht so viel bringen. So, schon mal auf den. Wieder daneben. Junge, was macht ihr denn? Wunderbar. Alter! Take it. Now you have made Bimo mad. Ja, schön wär's, wenn Bimo mal richtig ausrasten würde. Aber der bekommt hier die ganze Zeit auf die Nase. Und ich verschwende meine gesamten Items auf diesen Roboter. Nur damit dann nichts passiert am Ende. Das war mal ein schöner Treffer. Nee. Komm, die Runde warte ich noch. Junge! So, Bimo kippt jetzt wieder um. Okay, ist irgendwie schon ganz gut, dass sie die ganze Zeit Bimo klatschen. Da können die anderen halt eben die ganze Zeit stehen bleiben. Und jetzt kann ich endlich das machen, was ich die ganze Zeit vorhatte. Mindestens einen aus einfach wegmatchen. Nein! Ach, fuck. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich das... Na? Ah. Eigentlich wollte ich, dass Bimo sich selber halt heilt. Egal. Jetzt ist der Kampf auch zu Ende. And that is how it's done. Aber die geben gut Geld. Von daher muss ich schon sagen, nicht verkehrt. Klatsch. Noch mehr davon. So. Da unten sitzt sie. So, wie sieht's denn bei denen hier aus? 4, 4, 4. Na, egal. Wir gehen erstmal zur Prinzessin. Ach Mensch, da drüben hätten wir wohl den einfacheren Weg gehabt. Kann ich eigentlich hier Juwelen und so weiter auch verkaufen oder so, oder? Weiß ich nämlich gar nicht. So, da ist die Prinzessin. I'm sorry I can't help you, Finn. This is the first I've heard about Fern being back. And I don't know who he'd be hanging out with. Anyway, I've had bigger problems to deal with. Well, maybe we can help with that. What's wrong? It's the Fire Kingdom core. When everything started flooding, I closed the emergency valves to make sure the core didn't get snuffed. But I think somebody sabotaged them. The core is cooling down. Aw, man, again? Yeah, you'd be surprised how often it happens. As leader of the Fire Kingdom, it's the problem I spend the most time on. We really should build a better core. Don't worry, Flame Princess, we're on it. So, blockiere Ventile. Okay.
Da drüben. Da müssen wir wohl rüberlaufen und dann irgendwas machen. Klönk. Ah, hier ist der Weg. So. Gegenstand Nummer 1. Ich denke mal ins Wasser schieben. Und schon treibt es rüber. Sehr schön. Es geht voran. Drüben haben wir natürlich nochmal ein paar Gegner. Die sind aber ein Witz, denn die sind ja nur Stufe 4. Von daher ein easiger Move für uns. Moment. Nee. So, wir machen einfach mal einen Attack. Oh, die halten echt nichts aus. Also, die halten so viel aus wie Bimo. Ich frag mich, was Bimo denen getan hat. Dass die hier die ganze Zeit der Meinung sind, so einen Aufstand zu machen. Diese Punkte behalten wir für uns. Weil wenn nochmal ein größerer Gegner kommt, dann haben wir gleich alles parat. Alle Ultimates und genügend Credits und so weiter. Next time you'll walk the plank. So, hier haben wir nochmal eine Kiste für Marceline. Klink. Alter, schon wieder so viel Kohle. Ist echt heftig. Wir laufen aber damit noch ganz gut, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Ah, da drüben ist schon der nächste Punkt. Stufe 3. Oh, das sind richtige Piraten. Die haben einen Gürtel und ein rotes Häubchen. Oh. Miese Angriffe hier. Jawohl. Bimo hat mal einen richtigen Hit gelegt. Und zack. Wunderbar. Aber kaum Erfahrungspunkte. So, das Schöne ist, da unten haben wir gleich nochmal einen Dude, bei dem wir ein bisschen shoppen gehen können. Hüpp. Einmal runter da. Erstmal links und rechts gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen, aber sieht gut aus. Stock. So. Und Jake, your turn. Stretch dich. So, was hast du denn Schönes? Einmal den Shop öffnen. I've got a feeling it's supplies you need. If that's the case, then please proceed. So, wir können ja relativ viel verpulvern gerade. Zum Beispiel, der ist gut, weil Gruppenheilung erstellt bringt einfach alles wieder. Ich glaube, ich gönne mir mal den Spaß. Aber die kleinen Muffins fand ich eigentlich ganz gut. Wenn die Dicken wieder der Meinung sind, die ganze Zeit nur auf Bimo einzuhacken, dann lohnt sich das so richtig. Ich bin ein bisschen irritiert, wie teilweise... Also,
Hier sind schon so ein paar kleine Bugs, ne? Wie zum Beispiel, dass dann manchmal anstatt des eigentlichen Text irgendwie F22 kurz steht für einen Bruchteil einer Sekunde. So, Freunde, kommt mal her. Und rüber. Und wir haben jetzt nur noch ein Ventil vor uns. Da würde ich doch ganz gerne nochmal gegen diese fetten Guards kämpfen. Ja, hab's verstanden. Wie sich Jake auch noch massiv freut, wenn er da zum Einsatz kommt. Ich finde das kleine Bildchen, wo er sich dann so mega einen abfeiert, total cute. Aber ich glaube, das verdecke ich die ganze Zeit mit so einem Anime-Gesicht. Schade. Also immer schwer zu wissen, wo man das am besten platzieren kann und so. Aber egal. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß dabei. Denn mir persönlich macht das echt viel Spaß. Das ist ziemlich lustig. Ah, seht ihr mal. Da sind wieder solche Dudes. Die bringen viel Kohle und viel Erfahrungspunkte. Und eine Kiste haben wir da auch gleich. Optimal. So, bevor wir hier die Ulti rausrotzen, fangen wir hier erstmal mit dem Spaß an. Yeah, sehr gut. So, Bimo, heilt erstmal alle, würde ich sagen. Bimo needed that. So, und jetzt hoffe ich, dass wir nochmal einen Punkt bekommen, bevor Jake drankommt. Jawohl, perfekt. Genau so wollte ich das haben, bevor Finn dran kommt, nicht Jake. Weil, Röms! Und wieder eine miese Attacke auf Bimo. Ja, soll er sich mal eben schnell heilen? Nee. Unnötig. Dann lieber Bimo wiederbeleben. Aber diesmal hauen sie auf alle gleichzeitig. Tja, eigentlich wollen wir erstmal den Großen zerlegen. So, sehr schön. Hast du gut gemacht. Bimo besiegt. Dann einmal kurz Bimo wiederbeleben. Ring. Steh wieder auf, mein Freund. Und knock den Großen weg. Dann knocken wir den Kleinen weg. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Geil. Finn geht auf Stufe 6. Oh. Jake ebenfalls. Das finde ich gut. So. Dann einmal hier die Kiste öffnen. Sweet. Genau. So, können wir nämlich hier nochmal ein bisschen Kohle ausgeben. So, 9000. So, 300, das ist ein bisschen dolle viel gerade. So, die anderen haben nichts mehr, was man aufrüsten kann. Naja, 1500. Nee, tatsächlich, dann gehen wir hier noch weiter auf Jake und Finn. Gudi. Hey, was war das denn? Was war das denn für ein komischer Move hier?
Da unten sind schon wieder gar nicht so schwache Gegner. Aber die sind zumindest nicht so stark wie diese komischen Soldatentypen, die wir hier die ganze Zeit platt machen. Von daher wird das ein einfacher Run. Ja, locker. Könnte passieren, dass wir die sogar schon one-hitten. Erstmal auf den großen. Na gut. Ge-one-hitted wird nicht. Aber selbst ein guter Two-Hit ist drin. So, dann darf Jake. Und wieder Bimo im Eimer. Dann darf Jake erstmal Bimo wieder belegen. Aber das war auch doof. Ich hab Bimo nicht geheilt. Dann darf Jake hier seine Klingen auspacken. Okay. Jake ist jetzt gerade ein bisschen kirre im Kopf, aber jawohl. Dicker Schaden, der hier rein, der hier verteilt wird. Und Bimo macht's jetzt. Sag ich doch, Bimo macht's. Yay, Bimo! And everyone else too. Wundervoll. Bimo saved the day. Und die dritte Kiste. Und damit auch die letzte Kiste. Während das da runter treibt, fange ich mal lieber an, nochmal kurz alle zu heilen. So. Bin mal gespannt, was jetzt passiert, sobald die Kiste da angekommen ist. So, das sieht doch gut aus. Vielversprechend. Gut, aber wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis denn!